Beim Prozessmanagement spricht jeder von Ende-zu-Ende-Prozessen. Aber was ist das überhaupt, so ein Ende-zu-Ende-Prozess? Und welche Ende-zu-Ende-Prozesse gibt es denn eigentlich so im Unternehmen oder bei anderen? Kann man da überhaupt was auf mein individuelles Unternehmen übertragen oder ist das alles nur graue Theorie? Worauf muss man beim Design der Steuerung und Optimierung von Ende-zu-Ende-Prozessen achten? Genau darum geht es jetzt in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. End-to-End-Prozesse oder auf Deutsch Ende-zu-Ende-Prozesse oder manchmal eben auch Unternehmenswertströme genannt, was ist das eigentlich? Es ist ja eine Folge logischer Aktivitäten in einem Unternehmen, die beim Kunden seinen Kundenwunsch beginnen und beim Kunden mit der Kundenzufriedenheit enden. Also ein ganz klassisches Beispiel dafür ist vom Auftrag zum Zahlungseingang. Oder auf Englisch heißt eben genau dieser Beispielprozess Order to Cash. So kennt man eben eigentlich auch recht oft. Aber was sind jetzt solche Merkmale von solchen Ende-zu-Ende-Prozessen? Die haben ein sehr hohes Abstraktionsniveau und befinden sich in der Regel auf der obersten Prozesslandkarte eines Unternehmens. Und wenn Sie sich für das Thema Prozesslandkarte interessieren, haben wir hier also ein tolles Hintergrundvideo mal erstellt, auf dem wir auf alle wichtigen Punkte in der Prozesslandkarte eingehen, also wie man die wirklich entwickelt, modelliert und was so die Tricks und Kniffe dabei sind. Also schauen Sie mal rein, das lohnt sich wirklich. Die Ende-zu-Ende-Prozesse enthalten aber mehrere Prozessschritte. Und in meinem Beispiel beginnt eben der Prozess mit dem Zustand, der Auftrag ist erteilt und dann kämen die Schritte Auftrag einplanen, Material bestellen, Auftrag ausführen, Auftrag abrechnen und Zahlungseingang verbuchen. Und der Endzustand von meinem Beispiel wäre eben dann, die Rechnung ist bezahlt. Und wichtig ist hier wirklich die klare Definition, mit welchem Zustand oder Ereignis ein Prozess beginnt und mit welchem Zustand oder Ereignis auch der Prozess dann endet. Und das macht dann später die Prozesssteuerung und die Prozessleistungsmessung viel, viel einfacher und viel klarer als geht dann irgendwie los und dann ist es auch irgendwie fertig oder auch nicht. Naja, diese Themen kennen wir alle. Klare Abgrenzungen helfen später bei der klaren Steuerung. Aber welche Ende-zu-Ende-Prozesse gibt es denn jetzt nur eigentlich? Und in dem Buch Enterprise Business Architecture von Ralph Whittle und Konrad Myrick habe ich also eine sehr gute Übersicht gefunden, die auch von der Association of Business Process Management Professionals in ihrem Wissenskorpus in der Version 4 aufgegriffen wird. Also die nachfolgenden Ende-zu-Ende-Prozesse sind nicht meine Erfindung, sondern die sind eigentlich der Konsens einer größeren Gruppe von Experten zum Thema Prozessmanagement. Aber jetzt geht es auch gleich los, welche Ende-zu-Ende-Prozesse gibt es denn so? Da gibt es vom Interessenten zum Kunden oder auf Englisch dann Prospect to Customer. Also wenn man diese ganzen Marketingaktivitäten, die man so im Unternehmen kennt und die oft eine Marketingabteilung eben macht, oder da spielt auch dann der Vertrieb eben die Sachen mit übernimmt, das ist genauso vom Interessenten bis zum Kunden. Oder dann eben schon als Beispiel genannt, vom Auftrag bis zum Zahlungseingang, also Order to Cash. Es gibt aber auch natürlich von der Herstellung bis zur Auslieferung, also Manufacturing to Distribution, bis man eben seine Sachen in der Werkstatt hergestellt hat, in seiner Produktionslinie und dann tatsächlich eben auch ausliefert. Oder von der Anfrage zur Dienstleistung, Request to Service. Denken Sie zum Beispiel an typische Heizung-, Klima-, Sanitärunternehmen. Die haben eben nicht nur die Montage selber, sondern die machen eben auch ganz viel Wartungsverträge zum Beispiel, also Request to Service. Von der Erkenntnis zur Strategie, Insight to Strategy. Auch ein wesentliches Thema, wie mache ich meine Führungsprozesse oder entsprechend meine Strategiethemen, das gehört eben hier rein in diesen Ende-zu-Ende-Prozess, von der Erkenntnis zur Strategie. Oder von der Vision zum digitalen Unternehmen, also Vision to E-Enterprise. Sich zu überlegen, wie kann Digitalisierung bei mir im Unternehmen wirklich aussehen und wie kann ich sowas umsetzen und was gibt es eben mehr als nur den Online-Shop oder ich habe auf einmal vielleicht eine beleglose Arbeit, also papierlose Arbeit. Aber auch von der Idee zur Nullserie, also IT Development,
dass man eben sagt, okay, wie sieht so ein Produktentwicklungsprozess eigentlich wirklich aus? Und wann habe ich den denn auch abgeschlossen? Also es könnte jetzt ein Prototyp sein, ich habe das übersetzt mit Nullserie. Weil die Nullserie meistens so der Start wirklich ist, dass es dann in die Massenfertigung geht. Oder eben auch von der Maßnahme zum Ergebnis. Initiative to Results. Wie viele gute Ideen haben wir und wie viele tolle To-Do-Listen, Aktionspläne gibt es wirklich, aber es wird nicht wirklich was umgesetzt dabei oder zu wenig umgesetzt oder zu langsam umgesetzt. Deswegen ein Ende-zu-Ende-Prozess, Maßnahme zum Ergebnis. Oder von der Beziehung zur Partnerschaft, Relationship to Partnership, ganz wesentliches Thema. Oder von der Prognose zur Planung, Forecast to Plan. Gerade in diesem ganzen Thema Liquiditäts- und Finanzplanung, die ja in vielen kleineren Unternehmen nicht wirklich gelebt werden, sondern es ist dann immer eine Überraschung, was am Ende vom Jahr auf dem Konto übrig bleibt. Also Prognose zur Planung, Forecast to Plan. Von der Anforderung zur Lieferantenzahlung, Requisition to Payables. Das ist der gesamte Beschaffungsprozess, der dahinter steckt. Also wie brauche ich was, wie kann ich meine Lieferanten entwickeln entsprechend und wie kann ich eben danach dann auch sinnvoll meine Rechnungen so bezahlen, dass ich zum Beispiel mein Konto beziehen kann und es möglichst leicht von der Hand geht. Oder von der Ressourcenverfügbarkeit bis zum Verbrauch. Resource Availability to Consumption. Der gesamte interne Materialfluss zum Beispiel. Von Rohmaterialien, Zwischenlager und Ähnliches. Von der Anschaffung bis zur Abschaffung. Acquisition to Obsolescence of Assets. Wenn wir dran denken, dass viele Unternehmen ja wirklich sehr teure Investitionsgüter, Maschinen, Hallen, Gebäude, Fahrzeugflotten und Ähnliches haben. Wie sieht denn tatsächlich das Management aus dieser Anlagegüter bis sie von der Anschaffung tatsächlich bis zur Verschrottung? Oder vom Buchungsschluss bis zum Finanzabschluss, Financial Close to Reporting. Von der Vakanz bis zum Ausscheiden, Recruitment to Retirement. Das sind die gesamten Personalprozesse, die sich dahinter verstecken. Oder vom Bewusstsein zur Vorbeugung oder gar zur Verhinderung, Awareness to Prevention. Das sind wir alles in dem Bereich Risikomanagement, Sicherheit, Arbeitssicherheit und Ähnliches. Natürlich kommen jetzt nicht alle diese genannten Ende-zu-Ende-Prozesse in jedem Unternehmen vor. Also eine Buchhandlung stellt die Waren in der Regel nicht selbst her, die sie verkauft. Aber von der Beziehung zur Partnerschaft kommt hier sehr wohl vor. Weil denken Sie zum Beispiel an die Lesungen oder an andere Veranstaltungen, die oft mit Kultureinrichtungen gemeinsam organisiert werden, um beim Beispiel Buchhandlung zu bleiben. Es gibt aber auch Prozesse, die vorkommen sollten, die aber de facto nicht gelebt werden. Vom Bewusstsein zur Vorbeugung oder zur Verhinderung ist so ein wunderbares Beispiel. Gerade also im Bereich des Risikomanagements und der Arbeitssicherheit gibt es in kleineren Unternehmen noch viel zu tun. Es gibt zwar Auflagen von den entsprechenden Behörden, also Gewerbeaufsicht und Ähnliches, aber tatsächlich wird aktive Arbeitssicherheit wirklich gelebt oder ist es nur notwendiges Übel? Schreiben Sie mir doch mal in die Kommentare, welche Prozesse jetzt für Sie neu waren und über welche Sie vielleicht auch mehr erfahren wollen. Denn wir greifen Ihre Fragen immer gerne auf und beantworten sie dann auch hier auf unserem Kanal. Und sobald Sie Ihre Prozesslandkarte mit Ihren Ende-zu-Ende-Prozessen einmal definiert haben, dann fällt es natürlich auch deutlich leichter, Ergebnisse und Ziele für diese Prozesse zu definieren. Und dann auch im nächsten Schritt das Ganze herunterzubrechen in kleinere Häppchen. Was muss man eigentlich tun, damit das große Ziel wirklich erreicht wird? Und dann folgt die Prozesssteuerung eben anhand auch von Prozesskennzahlen. Und das ist nicht sonderlich schwierig, weil es eben auch ganz wenige Kennzahlen ausreichen, um sich da einen guten Überblick zu verschaffen. Und genau in diesem Video haben wir auch mal die wichtigsten Prozesskennzahlen mal genauer vorgestellt. Schauen Sie mal rein, das ist eine ganz spannende Sache, wie man wirklich auch in die Prozesssteuerung eben gut reinkommt. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat mit den Ende-zu-Ende-Prozessen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.